Das Haus ist halt einfach nicht 100 Jahre alt, sondern es ist 350 Jahre alt und jeder Kratzer in der Wand hat vielleicht eine geschichtliche Relevanz und deshalb sage ich, die haben alle eine Lebensberechtigung. Wir zeigen halt die Zeit, also als fünfte Dimension, die läuft hier sozusagen mit. Also das Haus bin ich und ich bin das Haus. Wir haben gesagt, wir müssen aus der Stadt raus. Dann kam Potsdam, wo wir auch sehr schön in Groß-Dienicke gewohnt haben. Aber nach 10 Jahren dann festgestellt haben, nee, das ist es immer noch nicht. Und dann haben wir angefangen, die ganze Republik zu durchreisen und waren vom Vogtland in die Rhön, vom Allgäu nach Mecklenburg. Das hat 2 Jahre gedauert und auf einer dieser Fahrten haben wir dann Mecklenburg für uns entdeckt und sind dann hier hängen geblieben. War es wichtig, irgendeine neue Bleibe für die Kinder, ich habe ja 3 Pflegekinder, zu finden, mit Natur und einem Alleinstellungsmerkmal für mich als Architekten. Das war schon eine totale Ruine, also war ja kein wirkliches Fenster mehr drin, ein Loch im Dach und das ging runter bis ins Erdgeschoss. Hat schon beeindruckt von seiner Größe her, aber also hat keine Angst eingeflößt von der Größe her, sondern eher, dass man sich gefreut hat, hier zu sein und Mecklenburg halt einfach sehr schön fand mit dem Himmel und mit dem Horizont und das war dann der Ausschlag. Abwasser, Zuwasser, Gas, Elektrik ist alles neu gemacht worden und das verschlang natürlich schon mal einen riesen Batzen Geld und man sah eigentlich gar nichts davon. Ich würde sagen, erstmal ist es ein Schuhkarton, weil es einfach ein rechtwinkliges Gebäude ist mit einer vorderen und einer hinteren Enfilade. Das heißt, es gibt eigentlich keine Flure, man geht von einem Raum in den nächsten Raum. Also es erklärt sich eigentlich selber, wenn man das betritt und man findet sich, glaube ich, immer zurecht, egal wo man ist, weiß man, wo man ist. Man muss halt genau hingucken, um die Qualitäten dieses Hauses dann im Einzelnen und im Kleinen zu sehen. Also wir vermuten, dass der Keller ursprünglich mal ein festes Haus gewesen ist oder vielleicht auch eine Motte. Das wissen wir nicht ganz genau, wenn es da schon Keller gab, also von 1420. Und nachdem Mecklenburg durch den 30-jährigen Krieg ja komplett zerstört war, haben dann die Eigentümer hier 1660 unser Haus auf den Keller aufgebaut. Ja, also das ist 31 ist Gdölitz aufgesiedelt worden mit lauter Menschen aus Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen, glaube ich, weil es halt menschenleer. Es war ja nur eine Gutsanlage, kein Dorf. Also hier wohnten eigentlich kaum Dölitzer, echte Dölitzer. Die sind sozusagen alle Zug 31 hierher gekommen. Und das Haus wurde 31 zum Hotel. Und aus den Stallungen und Scheunen wurden 70 Bauernstellen. Das Haus war trotz allem immer noch Dorfmittelpunkt, weil es gab auch von Anfang an hier einen Konsum im Haus. Und das ist halt auch während der DDR-Zeit so geblieben. Konsum, Gaststätte, Kindergarten. Und im Obergeschoss waren halt lauter Wohnungen. Und unter anderem wohnten eben auch die Eigentümer von 35 oder sowas, wohnten die Eigentümer auch hier im Haus. Und da es kein Gutshaus mehr war, ist es dann auch denen wieder rückübertragen worden. Und wir führen ein offenes Haus. Die Leute können kommen und gehen, wenn sie wollen oder auch nicht. Es war vielleicht unser Glück, dass das Haus nie so bombastisch war, dass es immer auf dem neuesten Stand der Mode gehalten wurde. Hier wurden keine neuen Türen reingebaut. Hier wurde nicht irgendwas verbrochen, um es neuer oder hübscher oder was auch immer zu machen, den Stil der Zeit anzupassen. Auch vorher schon nicht. Insofern haben wir wirklich viele barocke Details auch noch im Haus. Ansonsten entdecken wir ständig immer noch neue Dinge. Wir nehmen irgendwas von der Wand und plötzlich ist da ein Stück Tapete oder eine kleine Wandmalerei oder was auch immer, Deckenmalereien, die unter den Lehmwickeldecken noch sich befinden. Also da ist immer irgendwas zu entdecken. Aber ich sag mal, alles, was dem Haus nicht geschadet hat und was drin ist, haben wir versucht auch drin zu lassen. Aber über alle Epochen, nicht jetzt nur DDR. Also grundsätzlich würde ich sagen, das Konzept ist erstmal Authentizität. Also das Haus bin ich und ich bin das Haus. Jede Form von Gutshaus hat ja seine Lebensberechtigung hier in Mecklenburg und jedes Haus hat seine Zuschauer oder Besucher. Und wir sind einfach anders. Wie ich versuche, authentisch zu sein, bin ich einfach so, wie ich bin. Ja? Und das Haus ist so, wie es ist und wir leben zusammen, solange wir zusammenleben. Nein, das ist einfach so, wie es ist. Also ich für mich habe nicht den Druck, mit irgendwas fertig zu werden. Insofern
sehe ich mich hier nur als Rädchen in der Zeit, um das Haus einfach die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre, solange mir noch bleibt, sozusagen heile zu halten und weiterzubringen. Ja, mehr ist meine Aufgabe, glaube ich, gar nicht.